Diese große und lange aussagenlogische Formel ist logisch äquivalent zu dieser kleinen und kurzen Form. Dass das so ist und wie man das umrechnen kann, geht einerseits mit Hilfe von logischen Identitäten, das wird in einem anderen Video gezeigt, andererseits geht es aber auch mit Hilfe einer Wahrheitstafel und das möchte ich jetzt zeigen. Ein wenig linierter Hintergrund wird mir die Arbeit gleich ein klein wenig erläutern. Was ich aber als Voraussetzung brauche, und da schaue ich mal ganz stark hin zu meiner großen, langen, aussagenlogischen Formel, die hier schon steht, ich habe ja hier Negationen drin an verschiedensten Stellen. Ich habe hier drin Implikationen ebenfalls an verschiedenen Stellen. Ich habe dann noch hier Konjunktionen an vielen verschiedenen Stellen und ich habe hier sogar noch eine Disjunktion am Ende. Also das sind alles verschiedene Verknüpfungen von Wahrheitswerten und ich muss wissen, wie diese Verknüpfungen definiert sind. Wie ist das logische Und definiert? Wie ist das Oder definiert? Wie ist die Implikation definiert? Wie ist die Negation definiert? Das sind Voraussetzungen, die ich jetzt brauche und wer diese Voraussetzungen nicht mitbringt, der sollte sich schleunigst jetzt ein entsprechendes Buch schnappen und diese Wahrheitstabellen für die einzelnen Verknüpfungen dort herausschreiben und sich daneben legen. Ohne dieses Wissen wird man das jetzt nicht nachvollziehen können. Ich beginne mal damit, dass ich mir für jede Aussagenvariable, die ich habe, hier vorne eine Spalte mache. Ich habe ein K, ich habe ein W und ich habe ein R. Und ich brauche jetzt alle Kombinationsmöglichkeiten von Wahrheitswerten für diese drei Variablen 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Diese acht Möglichkeiten gibt es. Und jetzt erzeugen wir durch diese senkrechten Linien also tatsächlich mal Spalten. Das heißt also, wir erzeugen tatsächlich mal eine Tabelle. Und jetzt werden wir uns mal daran machen und die verschiedenen Stellen, die wir hier haben, mal zusammenrechnen. Ich fange mal an hier mit dieser Klammer, nicht W und nicht R. Um das jetzt machen zu können, werde ich hier gleich unten die jeweiligen Werte hinschreiben. Wenn nämlich mein W hier einen dieser Werte annimmt und mein R einen dieser Werte annimmt und ich muss noch diese Negationen betrachten, die davor sind. Da ist ja ein Nicht-W und da ist ein Nicht-R. Wobei wir hier diese Negation eben nicht haben. Das müssen wir jeweils im Kopf haben. Das werden wir hier mit abbilden. Fangen wir an. Nicht-W und Nicht-R. Für unsere erste Zeile hier oben sieht das Ganze so aus, dass wir ja haben 1 und 1 und das beides ergibt dann wiederum eine 1. Dann haben wir 1 und 0 ergibt eine 0. Dann haben wir 0 und 1 ergibt eine 0. Dann haben wir 0 und 0 ergibt eine 0. Dann haben wir 1 und 1 ergibt eine 1. Dann haben wir 1 und 0 ergibt eine 0. Dann haben wir 0 und 1 ergibt eine 0. Und dann haben wir 0 und 0 ergibt auch eine 0. Damit haben wir jetzt also diese erste Klammer fertig. Und wenn ich mir jetzt einmal anschaue, wie sieht mein Nicht-K aus, dann ist das ja relativ einfach zu managen. Ich gucke einfach hier vorne in die entsprechende Spalte, muss das Ganze natürlich negieren. Und dann bekomme ich Folgendes raus. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Und dann habe ich jetzt von meinem ersten hier vorne das und das ausgerechnet und ich kann mich jetzt hier in dem Platz dazwischen um die Implikation kümmern. Es geht also darum, dass ich jetzt wieder wissen muss, wie ist die Implikation definiert. Aus etwas Wahrem folgt etwas Wahres und das ergibt also den Wert 1. Aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches, das ist 0. Aus etwas Wahres folgt etwas Falsches, 0. Aus etwas Wahres folgt etwas Falsches, 0. Aus etwas Falschem folgt etwas Wahres, ist eine 1. Aus etwas Falschem folgt etwas Falsches, ist 1. Aus etwas Falschem folgt Falsches, 1. Aus etwas Falsches folgt Falsches, ist auch 1.
Und damit habe ich jetzt an dieser Stelle hier die Wahrheitswerte ermittelt für diesen ersten Teil. Den habe ich jetzt fertig. Jetzt geht's weiter mit meinem zweiten Teil. Die Implikation, keine Negation da drin. Ich muss mich also kümmern bei dem W um diese Spalte hier und bei dem K um diese Spalte hier. Und es fängt an in der ersten Zeile, dass aus etwas Falschem etwas Falsches folgt. Und das ergibt den Wahrheitswert 1. Aus etwas Falschem folgt etwas Falsches, ist wieder 1. Aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches, 0. Aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches, 0. Aus etwas Falschem folgt etwas Richtiges ist 1. Aus etwas Falschem folgt etwas Richtiges 1. Aus richtig folgt richtig 1. Aus richtig folgt richtig nochmal eine 1. Und ich habe jetzt hier für diese Spalte die Wahrheitswerte ermittelt. Weiter geht's mit der nächsten Klammer. Und zwar fange ich dort wieder an mit dem, was ich hier hinten habe. R und K, also R und K, sind die beiden Spalten, die hier vorne wichtig sind. Und keine Negation, das macht das Ganze wieder etwas einfacher. 0 und 0 ist 0, 1 und 0 ist 0, 0 und 0 ist 0, 1 und 0 ist 0, 0 und 1 ist 0, 1 und 1 ist 1, 0 und 1 ist 0, 1 und 1 ist 1. Es geht weiter mit dem Nicht-W, wo ich hier vorne übernehmen kann mit der Negation, die ich berücksichtigen muss. Ich komme dann zu einem 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Und damit bin ich bei der Implikation und das werde ich nun gleich da in die Mitte dazwischen schreiben. Und es sieht so aus, als etwas Wahrem folgt etwas Falsches und das gibt den Wahrheitswert 0. Aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches 0, aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches 1, aus etwas Falschem folgt etwas Falsches 1, aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches 0, aus etwas Wahrem folgt etwas Wahres 1, aus etwas Falschem folgt etwas Falsches 1, aus etwas Falschem folgt was Richtiges, ist auch eine 1. Und da habe ich mit den Werten, die ich jetzt hier geschrieben habe, den Wahrheitswert von dieser gesamten Klammer dann ermittelt. Weiter geht's zum letzten Teil. Insgesamt, das nehmen wir uns vor. Und wir fangen wieder mit der Klammer innen drin an. Da ist ein Nicht-K. K ist hier vorne. Ich muss an das Nicht denken, also an die Negierung. Oder ein W und das W bleibt hier. Da ist das unverändert. Da gucken wir mal. Zunächst haben wir also hier, Nicht-K wäre 1 und W wäre 0. Und wir haben das logische Oder dazwischen. Also haben wir hier 1 oder 0 ist 1, 1 oder 0 ist 1, 1 oder 1 ist 1, 1 oder 1 ist 1, 0 oder 0 ist 0, 0 oder 0 ist 0, 0 oder 1 ist 1, 0 oder 1 ist 1. Es geht weiter mit dem Nicht-R hier vorne, R haben wir hier hinten, aber das Ganze dann negieren. Da bekommen wir also hier die 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Das wechselt sich immer schön ab. Wir können dann die Implikation bilden und dort in die Mitte dazwischen schreiben. Dann haben wir aus 1 folgt 1 ist 1, aus 0 folgt 1 ist 1, aus 1 folgt 1 ist 1, aus 0 folgt 1 ist 1, aus 1 folgt 0 ist falsch, aus 0 folgt 0 ist 1, aus 1 folgt 1 ist 1, aus 0 folgt 1 ist auch 1 und damit haben wir jetzt hier in diesem Teil den Wahrheitswert für diese Klammer ermittelt. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Und-Verknüpfung, die wir jeweils hier haben. Und zwar müssen wir diese Spalten jeweils und verknüpfen. Das waren ja unsere Ergebnisse für die einzelnen großen Klammern, die sich dort befunden haben. Auch das werden wir jetzt einmal machen und wir werden das Ganze hier hinten, na, ich nenne das mal E wie Ergebnisspalte, da können wir auch mal eine Linie ziehen und dann gucken wir uns das mal an. Also ich mache jetzt eine Unverknüpfung zwischen dieser 1 und der 1 und der 0 und der 1.
ergibt insgesamt eine 0, weil wir hier einmal eine 0 dazwischen haben. Also eine 0. Dann haben wir hier 0 und 1 und 0 und 1 ergibt insgesamt eine 0, weil wir eine 0 dazwischen haben. Den Rest kriegen wir gemeinsam hin. Da ergibt sich eine 0, da ergibt sich eine 0, da ergibt sich eine 0. Hier ergibt sich eine 1, genau, denn wir haben hier eine 1, da eine 1, da eine 1, da eine 1. Also alle 4 sind 1, sind unverknüpft. Darum haben wir hier eine 1. In der nächsten Zeile dasselbe, auch eine 1. Und in der letzten Zeile dasselbe, auch eine 1. Und damit haben wir jetzt ein Ergebnis hier. Das, was wir ermittelt haben, ist das Ergebnis für die gesamte Formel. Im letzten Schritt müssen wir nun diese Ergebnisspalte wieder umformen in einen möglichst kleinen aussagenlogischen Term. Das ist nicht ganz einfach, das ist nicht ganz trivial und man braucht etwas Übung dazu. In diesem Fall geht es noch, denn wir erkennen sofort, dass wir hier oben viermal die 0 haben. Das heißt, dort, wo unsere k-Variable 0 hat, ist auch unsere Ergebnisspalte immer 0. Es ist also schon mal eine Voraussetzung, dass unser k gelten muss, also k, und noch etwas mehr muss gelten. Und das etwas mehr kommt jetzt von dem, was hier unten noch steht. Nun, da fällt auf, wir haben eine 0 und drei Einsen. Und wenn wir uns jetzt mal hier diese beiden anschauen, dann sehen wir, im oberen Teil haben wir zweimal die 0. Da ist es, zweimal die 0. Und ansonsten haben wir hier unten immer mindestens eine 1 bei unserer W-Variablen oder bei der R-Variablen. Und daraus resultiert auch sofort das Ergebnis, was wir noch haben. Also W oder R muss hier noch gelten. Und das ist in der Tat auch die kürzeste Form, die es dort gibt. Nun, es ist hier relativ einfach gewesen, die Ergebnisspalte dann in diese kürzeste Form zu transferieren. Sie können sich ausrechnen, bei 8 Zeilen, die wir hier haben, haben wir insgesamt 256 verschiedene Möglichkeiten. Man kann das alles durchprobieren und ein wenig Erfahrung sammeln. Das geht. Je mehr man das übt, desto besser kann man das. Wer ein wenig mehr Zeit hat und sich vielleicht nach einer anderen Methode umschauen möchte, wie man jetzt hier aus dieser Zeile so einen minimalistischen Term bildet, dem seien die sogenannten KV-Diagramme empfohlen. Diagramme. Und KV ist die Abkürzung für die Herren Carnot und Veitch. Also KV-Diagramme nach Carnot und Veitch kann man nach googeln, kann man finden und die beschreiben eben einen Weg, wie man sehr einfach zu solchen Sachen kommt, zu solchen minimalistischen Termen wie diesem hier kommt. Das ist aber eben nicht Thema in diesem Video, sondern vielleicht irgendwann einmal in einem anderen Video.